nächstes im Angebot. Jo, wir gehen einkaufen. Mhm. Für? Heute? Nicht schlecht. Ich weiß nicht für was. Na, was macht Mama zu Hause gerade? Schokoletten mit Kartoffeln. Und? Und Bratensauce, aber ich wünsche. Und Rotkohl. Ja, und Rotkohl. Und ich wünsche dir lieber Kartoffelpüree. Aber das kannst du ja selber machen, das kannst du ja selber quetschen. Nee. Irgendwie so. Da sind wir. Gabi, wir machen was für dich. Meine. Ist meine. Ja, und da und kann mein Papa auch so machen. Genau. Aber das kann man einfach. Ist ja jetzt meine Freundin. Das auch. Mama. Süß. Oma, und für deine Haare? Blumen. Tada. Bitteschön. Ja, ich habe ja gesagt, es nicht. Wäre schön die, aber nicht dann die andere. Ja, aber die richtige und eine andere. Cool. Wir haben nur einmal. Für deine Hilfe. Sieht das schön aus? Das sieht wunderschön aus. Warum? Also Mama macht Buletten. Lecker, lecker. Also eigentlich schon Buletten. Ja, die Pfanne ist krisselig. Jetzt sind nur noch Kartoffeln und Rotkohl und das war's. Jo, zweiter Advent. Zweiter Advent. Ein Schluck Kaffee, wie immer. Guten Morgen, liebe Leute. Wir fahren heute. Naja, wird das schon sehen wollen. Olles Wetter ist heute. Du machst das an die Lampe anschneiden. Ist langweilig. Na und du? Hast dich im Griff? Aber wo geht's hin? Also gemacht, guck. Wunderschön. Und stopp. Naja, hier ist er abgesperrt. Hier kann man natürlich rüberlaufen. Nicht hinfallen, bitte. Man muss gar nicht mal gucken jetzt. Nee, das wird alles neu gemacht hier. Und da sehen wir hier auch ein Bild. Hier und da. Hallo, hallo, ist da noch was dran? Vier Sachen. Der Pulli ist eine Großigkeit, sonst ist alles klein. Blumen, das ist ja eine Weihnachtskugel. Guck mal, Mama. Mama, guck mal. Die Grille hier oben. Mama, such für dich deine Malstifte. Mamas Malstifte. Simon, das ist so. Das ist ein Birthday Boy. Ja. Ich nehme mir ein Lo. Das ist gar nichts von der anderen Sache. Das ist auch ein Fahrradweg. Ja. Die hat wieder eine Linie. Und mein Beinchen, ach, die darf man nicht mehr weiter. Thank you.
geht runter, yay! Es geht hoch! Es geht los. Das ist ja mein langsames. Ganz normal ist. Hä? Kannst du da auch? Nein. Das ist gar nicht erstes Mal und zweimal, aber ich glaube, es geht ganz gut. Jetzt geht's los. Yay! Leute, wir können das Ganze fliegen. Oh, das ist so ähnlich. Helle Nebelrichtung. Wow. Oh, wie schön. Hui. Alles jetzt Notausstieg. Bei Weihnachtsmarkt, da ist ein Eisbahn, Mama, auch. Da ist noch eine Eisbahn. Jetzt fliegen wir. Ja, Gott sei Dank nicht. Wer mutig jetzt wackelt jetzt? Nee, bitte nicht. Nein, dann fallen wir raus. Hey, Tür ist zu. Aber die Fenster kommen kaputt. Gleich. Juhu, das ist genau das Richtige für Ona. Oh, wie schön sieht es denn dort aus? Und dort. Sieht überall einfach schön aus. Tschüss. Tschüss. Sollen wir umstehen? Wir wollen aussteigen. Mama ist beruhigt. Ja! Jetzt geht's gleich nochmal los. Nein, Finger weg. Nee, wir steigen dort aus. Der Mann macht es. Jetzt gehen wir raus. Nein, erst auf diese Seite. Doch, jetzt gehen wir raus. Das hat doch Spaß gemacht. Hoffentlich. Aber halt sie fest, ja? Aber kommst du überhaupt mit? Nein. Oh, schade. Ich muss nicht im Kite. Das ist ja wie eine Zombie oder so. Da gibt es alle noch drin. Der Netto war mal der Matanda. Super Girl. Super Woman. Ja, du bist super, super Girl. Ja.
Guten Morgen. Ja, du hast auch. War nicht viel. Du hast ein ernstes Baby. Was ist mit dir los? Krank. Die Mutter hat heute Premiere. Ja. Sie darf heute vorne sitzen im Auto. Ja. Ganz allein. Ich bin die Königin. Königin. Sie arbeitet auch nicht mit ihr, ne? Aber ich habe jetzt immer die Wiederkarte. Ja. Dass ihr mit Tanja bearbeitet. Hallo Thomas! Ja, ich fahre gerade. Ich fahre gerade, sag ich. Was hast du? Naja, können wir uns im Mittelheim treffen? Ja, dann komme ich direkt zu dir. Das ist sehr schön. Jo, habt ihr ja gehört. Also, heute Unverhofft zu Dennis. Aushelfen, was auch immer. Muss ich mal gucken. Sein Passmann ist ausgefallen. Keine Ahnung, wer das heute gewesen wäre. Schauen wir mal. Jo, wir sind in Müggelheim. Ortseinfahrt Müggelheim mit Sonnenschein. Das reimt sich. Dann fällt mir mal an, was Dennis vorhat und dann. Ja, mal gucken. Also. Für mich steht ja nur der eine Auftrag noch an, eigentlich hier mitzumachen. Heute nach Pankow fahren. Keine Ahnung, was er da will, das habe ich nicht ganz verstanden. Wird er mir gleich sagen. Eins ist Fakt: Dennis braucht unbedingt einen Führerschein, damit er selber fahren kann. Das wird er sonst auch zu teuer. Wenn das heute nur ein Fahrjob wäre, wäre das doof. Da muss er ja auch quasi auch bezahlen. Ich sehe nur nicht. Mal sehen. Bitte? Na, Thomas, wie steht's? Schön. Alles gut? Ja. Soll ich dir noch einen Kaffee schnell machen oder? Nein. Ja, soll ich dir noch einen Kaffee machen oder was? Na, ihr müsst los, wa? Nee, auf der Hand halt. Ja oder nee? Ja, gut. Moin, moin. Hi. Ja, meine Karre ist im Scherb. Ja? Ja, ich stehe auf dem, vielleicht hast du ihn hier gesehen, Mittelheimer Damm da hinten. Da steht einer mit Warnblinkanlage auf der rechten Seite. Na ja, du, er steht nicht mehr. Wir haben gerade vorhin gesehen, dass er auf die Lache. Ja, das kann doch nicht sein. Der ist nämlich auch offen. Ach du Scheiße. Ja, ich muss meinen Vater warten und kicken. Die Ölbahn abgerufen oder irgendwas. Das ist nicht. Bitte. Weil er eine Tiefe liegt. Das ist ein tiefer gelegter Passat. Und bin ich Abkürzung gefahren, hinten Köpenicker Straße, durch so eine Siedlung. Und auf einmal hat sich scheppert, ein Kopping, eine Decke, alles, wieder so eine Schildkröte oder irgendwas. Genau. Und kurz danach ging die Lampe an, alle raus. Und Heiko schon gehört, klacker, klacker, und dann war er ganz aus. So, die Situation halten wir fest, damit das mal klar ist. Ist beschissen. Fakt ist, ich sitze mit Dennis hier im Auto und fahre durch den Stau. Also das wäre ja schön, weil es ist ja ein Widerspruch in sich. Man fährt ja nicht durch den Stau, sondern man staut im Stau. Ja. Oh, die haben sie ja hinten nicht dran. Schön. Was ist der? Na, der Panzertransporter. Ach so. Also eigentliche Mission heute ist ja Panzer zu transportieren. Panzerschränke knacken. Den Tiger von A nach B fahren. Ja. Und mit dem Leopard zu vergleichen. Königstier! Ja, natürlich, mit dem langen Rohr natürlich.
ist das ein Schrott. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, dass so viel gebaut wird hier. Trespa-Allee braucht da nicht mehr langfahren. Hat sich erledigt für die nächsten 5 Jahre, so wie es aussieht. Da bin ich schon Optimist. Und wenn man nicht weiß, womit man das vergleichen soll, kann man einfach sagen, BER braucht länger. Ja. Wie lange haben die Chinesen gebraucht, um den BER zu bauen? Die Chinesen? Und die Asiaten? Waren es Japaner? Wer hat denn den geklaut, den BER komplett? Geklaut? Hat dabei sich gebaut im halben Jahr oder so. Oh, du meinst, das waren die Chinesen, der hier ihren Großflughafen meinst, ja? Ja. Na gut, aber jetzt mit dem BER nicht zu vergleichen, das ist ja wahrscheinlich das Fünffache davon. Ja, aber das Empfangsgebäude ist in etwa die Fläche vom... Der Duty-Free-Shop, der ist so groß ungefähr wie der BER hier bei uns, ja. So, jetzt haben wir es geschafft. Freiheit, die ich meine, ist wie ein neuer Tag. Bis jetzt noch nicht eine produktive Sache gemacht. Jetzt zu Zeppelin! Okay, du meldest dich erstmal. Jo! Also heute. Ich habe nur einen Nachtisch für dich. Warte. Heute große zerstörerische Stunde. Das ist ja fruchtbar. Heute wird nur gehäckselt. Kleine Hunde zum Beispiel da. Kommt sie. Die wechselt gleich die Seite. Hallo? Ja, hier ist der Dennis. Das ist doch nichts! Sperrige Zeich! Das ist eine störrische Scheiße! Sag ich dir. Ich hab deinen Helm, den leg mal hier hin. Jetzt wird's laut. Halt gedrückt.
war jetzt wichtig. Ja gut. Ich habe nicht Stopp gedrückt, sondern ausgedreht. Aber es war nicht richtig. Oder ist nicht richtig? Okay. Alter, das ist ja ein beschissener Häcksler. Also ich bin euch mal der gut. Ist richtig beschissen. Ah, ey, das ist ja wirklich. Also weil er so tief ist. Dass man sich auch nicht neigen kann. Nee, ja, vor allem die Walze, ja, das sind ja zwei Walzen, aber die sind so nach unten angeordnet. Die müssen in der Mitte sitzen. Also das ist ja ein Scheißteil. Also gut, wenn es der gewesen wäre, den ich hätte mir kaufen können, dann bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Na, der ist ja richtig scheiße. Nee, aber du wirst sehen nachher bei... Reicht! Super! Alle Seite aufmachen? Ach, Quatsch! Bitte mir dein... Dann. Ach, da sind wir ja. Mensch. Ja, das ist, hab da verpasst. Das war also einfach göttlich. Wir können noch mal warten, wenn sie rauskommt, da stehen und. Film, ja. Da müssen wir nicht mal nachhelfen. Das, nee, der Sieg von Aline. Die hat sich ja Aline hochgespult. Wir sind ja Bartträger. Ja. Nicht Geheimnisträger, aber Bartträger. Und die ist nix, Sabarka. Hier ist Sabarka. Das ist Sabarka, ja. Ja. Das ist eine sinnvolle. Ja, hätten die nicht eine Nummer größer nehmen können. Also. Ich ist ja wohl, scherzig. Naja, für so eine Untergründung ist das nichts. Das ist ja ein Häcksler für Waldböden, wa?
taub. Ey. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Oh Mann. Oh, wie kann man die Hörschütze ein? Ohne Hörschütze. Nö, nö. Tja, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Jetzt muss das hier alles noch weg, der ganze Haufen. Das ist ein Riesenhaufen. Und auch schon alle zu klein. Das macht ja nur ja keinen Spaß soweit. Kann man ja fast drin schippen. Yeah.
und bin ja dann nicht mehr aus. Wie sieht sie neu aus? 2015. 4 Jahre, das ist wirklich. Meine Friemel, ey. Nie wieder. Wollen wir den Häcksler stellen? Oder wollen wir. Was? Hä? Wollen wir den Häcksler stellen? Also da so einfach hinfahren, Büro. Kannst du auch vorwärts? Ganz romantisch. So ist das. Ja, was meinst du eigentlich hier so stehen lassen? Passiert da eigentlich nicht mit, wa? Nur mit dem Feuer. Oder was? Ich passiere damit nicht. Ne? Ja. So, ich mach Schluss jetzt für heute auf alle Fälle. Wie gesagt, die Schreddert haben wir ja noch. War anstrengend. Marlies ja nicht. Marlies hat nicht so viel mitgeschreddert. Sie hat Gemüse geschreddert, offensichtlich für die Suppe. Gehäckselt. Meine Nerven. Nervenboden geschreddert von den Kindern. Und von einer Ärztin, die nicht so freundlich war heute zu allen? Oder? Die hatte nichts gesagt, ne? Das war aber unhöflich. Sie war unhöflich, war sie. Okay, sie war nicht unfreundlich, aber unhöflich. Sie hatte die Umgangsform nicht drauf. Genervt wahrscheinlich von der Gesamtsituation. Vielleicht, dass sie heute arbeiten musste, wer weiß. Dennis ist, glaube ich, ganz happy, dass die Aufträge jetzt mehr oder weniger erledigt sind, zumindest die Häcksel-Aktion. Ja. Dann schneide ich das alles morgen zusammen und schicke euch das Ergebnis rüber.